Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Tapebox von Mark Forster. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Tape von Mark Forster, das Ganze aus dem Jahr 2016. So sieht das aus. Wir haben hier eine quadratische Box mit einem blau-roten Deckel. Links blau, rechts rot. Das Ganze verläuft dann hier so in der Mitte in einem lila-violett Ton. Und in der Mitte haben wir dann einen weißen Kreis und hier lesen wir Mark Forster Tape, also Interpret plus Albumtitel. Und hier unten links haben wir noch einen FSK 0 Hinweis, in diesem Fall einen Sticker, der uns darüber Aufschluss gibt, dass wir hier auch noch eine DVD vorfinden werden. Es freut mich auf jeden Fall, dass das hier mit einem Sticker gelöst wurde, denn diesen kann man hier gut abnehmen und damit ist das Cover oder generell das Design der Box nicht wirklich beeinträchtigt. So, die Box ist relativ hoch. Wir haben hier dann auch noch 4 Music, Credits zum Album und einen Barcode. Rechts weiß. Okay, also bis auf diese Vorderseite alles weiß, wobei hier haben wir noch ein Logo. Und dann haben wir noch die Unterseite und die ist komplett in Schwarz gehalten. Gut, so viel dazu. Dann schauen wir mal hinein. So sieht das von innen aus. Dann haben wir hier einmal eine Kappe. Das Album an sich. Ein, wie der Albumtitel vermuten lässt, ja, ein Tape, also wirklich ein Tape hier dabei, eine Kassette. Und dann haben wir noch hier das Tape-Fotobuch. Alles klar. Also von innen auch hier wieder glatt weiß. Die Höhe der Box vor allem diesem Inhalt hier geschuldet, der Cap. Dann packen wir die Box mal wieder zur Seite. Und starten, nachdem hier nichts mehr in Folie ist, wie immer mit dem Album an sich. So, auch hier haben wir wieder diesen FSK 0 Sticker, den wir auch hier wieder abmachen können. Das haben wir gleich. So, also. Sowohl auf der Box, als auch hier auf dieser CD, auf dem Digipack hier jeweils draufgeklebt. Hier haben wir den guten Mann abgebildet, den Interpreten Mark Forster, der ewige Kappenträger, hier frontal abgelichtet. Oben lesen wir wieder Mark Forster Tape. Das Ganze kommt in einem Digipack. Das Album ist aus dem Jahr 2016 und es ist das dritte Soloalbum von Mark Forster. So sieht das aus auf der Seite. Und auf der Rückseite haben wir dann 14 Tracks aufgelistet. Also hier auf Disc 1 befindet sich natürlich das Album, 14 Tracks. Und darunter haben wir Disc 2 Filming Tape in Klammer Dokumentation. Also Disc 2 ist dann demzufolge die DVD. Hier gibt es dann wieder Barcode und Credits. Dann schauen wir mal hinein. Hier links haben wir einmal Mark Forster. Hier lesen wir Tape. Und hier haben wir dann CD und DVD. Bevor wir dazu kommen, schauen wir mal hier in diese kleine Stecktasche. Jawohl. Also hier in diesem Täschchen haben wir dann das Booklet. Also Coverfoto kennen wir ja bereits. Okay, also wir sehen hier, das gefällt mir schon mal gut. Wir haben hier die Credits, beziehungsweise ja, nicht nur die Credits. Die Credits sind hier so klein in blau. Ich hoffe, man kann das sehen. Aber damit nicht genug. Nein, wir haben ja auch die kompletten Lyrics mit dabei. Das gefällt mir immer sehr gut. Wenn man das Ganze hier reinpackt, dass man hier wirklich Wort für Wort jeden Song mitsingen kann oder nachlesen kann. Dann haben wir hier eine Doppelseite, ein Foto von Mark Forster. So sieht das aus. Und zum Abschluss gibt es natürlich auch nochmal die Album-Credits. Okay, was haben wir hier? Dieses Album, was für eine Reise, so viele Abenteuer. Ich liebe das Ergebnis. Ich liebte den Weg dorthin, freue mich schon aufs nächste. Danke, 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 M. Und dann haben wir noch eine sehr ausführliche Danksagung an diverse Personen. Und hier dürfte wohl Mark Forster gerade im Studio sein. Gut, dann packen wir das Booklet mal wieder rein.
Wir kommen zu der CD. Also hier haben wir die Album-CD. So sieht das aus, diese drei schwarzen Streifen, und im unteren lesen wir in Grau Tape. Okay. Hier ist blank weiß. Und dann haben wir natürlich auch noch die DVD. Vom Design her ident, nur eben hier DVD und der FSK 0 Hinweis. Jawohl. So, genug zu dem Album. Das Ganze eben ein Digipack. Wir haben eine Kassette, sieht man ja echt selten in Boxen. Ab und zu gibt es sie noch, aber sie sterben doch langsam aus, was ich schade finde. Wir haben hier, passend zum Albumtitel, ein Tape. Eine Kassette hat es hier reingeschafft. Cover in diesem Fall im Hochformat. Hier lesen wir Mark Forster Tape. Auf der Rückseite haben wir keine Tracklist, sondern auch hier wieder die Credits. Ich gehe mal stark davon aus, nachdem wir hier ja 14 Tracks auf dem Album haben, dass man hier dann das Ganze aufgeteilt hat, wahrscheinlich 7-7, also 7 Tracks hier auf der A-Seite und 7 Tracks hier auf der B-Seite, weil auch hier innen ist keine Tracklist ersichtlich, das ist in schwarz. Also das Album hier nochmal auf Kassette, auf Tape. Dann haben wir eine Kappe mit dabei. Natürlich, wie es sich für Mark Forster gehört. Was passt da besser in eine Box als natürlich eine Kappe? Ich glaube, ich habe diesen Mann noch nie in meinem Leben ohne Kappe gesehen. Beziehungsweise, das ist nicht ganz richtig, doch. Ganz am Anfang, ich glaube, bevor er bekannt wurde, habe ich ihn damals gesehen. Das war bei Kurt Krömer. Da hat er bei dem Live-Programm, glaube ich, Kurt Krömer begleitet. Da hat er Keyboard gespielt und dort war er meines Wissens, doch, dort war er ohne Cap zu sehen. Jawohl. Also dort habe ich ihn zum ersten Mal in meinem Leben gesehen und damals noch ohne Cap. Hier lesen wir wieder Mark Forster Tape in diesem weißen Kreis, das Ganze aufgestickt auf einer schwarzen Kappe. Es handelt sich hierbei um eine Snapback und hier hinten das Ganze in Grau gestaltet. Hier könnt ihr natürlich entsprechend dann eure Größe anpassen. Mark Forster Tape lesen wir auch hier innen. Und dann lesen wir hier noch 100% Acryl und Made in China. So sieht das von innen aus. Und der Schirm ist hier bei der Unterseite hellgrau. Jawohl. Gut, und als letzten Boxinhalt haben wir hier dann das Tape-Fotobuch. Das ist hier komplett in so einem schwarz-weiß Muster gehalten. So, was lesen wir hier? Making of Tape. Fotos von Robert Winter, gekritzelt von Mark Forster. Motril, September 2015. Motril. Aha. Sagt mir jetzt nichts. Eventuell ist das Motril, ist das eventuell ein Ort, eine Stadt? Da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Schöne Aufnahmen. Okay. Also hier werden wir mitgenommen hinter die Kulissen ins Studio und in die Entstehungsprozesse. Ja, okay. Nachdem hier jetzt New York City steht, gehe ich davon aus, dass Motril hier auch eine Stadt ist. Also hier sehen wir dann die verschiedenen Orte, an denen das Album entstanden ist, wo Mark Forster sich so rumgetrieben hat. In London war er auch. Und dann haben wir hier immer noch irgendwelche, unser Teneriffa-Haus, also irgendwelche Anmerkungen, die von Mark Forster hier reingekritzelt wurden. So kleine Infos noch am Rande. Also sehr schön gestaltet das Ganze. Kann man auf jeden Fall noch einiges so über den Entstehungsprozess und wie das Ganze hinter den Kulissen abgelaufen ist, in Erfahrung bringen. Jawohl, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Fotobuch zum Album Entstehungsprozess. Dann das Album hier auf Kassette. Sowie natürlich das Album an sich im Digipack mit 14 Tracks und dieser Snapback-Kappe in schwarz und weiß. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Tape von Mark Forster.
Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Mark Forster unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.